Bei bestem Wetter traf sich die Nachwuchstennis-Elite aus Berlin und Brandenburg in Steglitz. Der Grund? Der Eröffnungstag der Jugendverbandsmeisterschaften. Am Start waren die Altersklassen der U11 bis zur U18. Gleich zum Auftakt wurden einige Spiele richtig eng. So entwickelte sich das Match zwischen Jakob Schulz und Baykal Kuschli zum echten Thriller. Schulz unterlag im ersten Satz mit 1:6, kämpfte sich dann aber zurück und zum Schluss musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. Ja, also war echt ein super Match. Er hat super gekämpft. Also lag er 2:5 auch hinten im dritten Satz. Es war einfach ein purer Kampf. Super Spaß gemacht, auch Props an den Gegner. Naturgemäß hatten die Spiele bereits am Eröffnungstag ein klasse Niveau. Ganze 17 Teilnehmer befinden sich derzeit in ihrer Altersklasse unter den Top 10 in Deutschland. Das beste Beispiel dafür? Jonas Pelle-Hartenstein, der mit dem LTTC Rot-Weiß bereits in der zweiten Bundesliga der Herren spielt. Und selbst er hatte gegen den Außenseiter Hannes Praus zu Beginn leichte Probleme, auch wenn er am Ende deutlich in 2 Sätzen mit 6:1 und 6:1 gewann. Also ich denke natürlich immer von Runde zu Runde. Jeder Gegner kann hier Tennis spielen und ich denke aber, wenn ich mein bestes Tennis abrufen kann, dass ich hier auch weit kommen kann. 200 Teilnehmer kämpfen um die begehrten Titel. Die Finale finden am Dienstag und Mittwoch beim TK Blaugold Steglitz in der Leonorenstraße statt. Bei den Endspielen wird es vermutlich noch mehr zur Sache gehen als bereits am Eröffnungstag. Deshalb kommt vorbei zu den Finaltagen, Dienstag und Mittwoch, Dienstag die U18, Mittwoch alle anderen Altersklassen und schaut euch die besten Tennistalente Berlins an.